Cloud oder nicht Cloud ist heute nicht mehr die Frage. Jedes Unternehmen nutzt in irgendeiner Form Cloud Computing. Wie das die Betriebe allerdings tun, beziehungsweise in welcher Form sie das weiter ausbauen sollen, bleibt allerdings nach wie vor eine wichtige Frage. Public, Private oder Hybrid, Single oder Multicloud, US-Hyperscaler oder doch besser ein Anbieter aus deutschen Landen? Hallo, ich bin Martin Bayer, Chefredakteur für die B2B-Marken bei IDG hier in Deutschland. Und ich begrüße Sie herzlich hier bei Tech Talk, einer neuen Podcast-Folge von Computerwoche CIO und CSO. Im Zuge des Gen-AI-Hypes flammen Diskussionen rund um souveräne Clouds derzeit wieder auf. Gerade angesichts der nur allzu offensichtlichen Dominanz US-amerikanischer Cloud-Provider. Darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar mit einem ausgewiesenen Cloud-Experten, der die Szene seit vielen Jahren genau beobachtet. Bei mir ist heute René Büst, Analyst bei Gartner mit dem Fokus auf das Thema Cloud Computing. Hallo Herr Büst, schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Hallo Herr Bayer, schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ja, Herr Büst, ich habe es gerade schon angedeutet, also die Diskussionen um souveräne Cloud-Infrastrukturen flammen derzeit wieder auf. Es geht um das Thema KI, es geht um das Thema Daten, wo stecke ich sie hin, wer darf wo, wie drauf zugreifen. Aus Ihrer Perspektive, wie wichtig ist denn das Thema souveräne Clouds grundsätzlich für deutsche Anwenderunternehmen? Das kommt grundsätzlich auf die Industrie erstmal an. Also wir sehen jetzt nicht, dass über alle Industrien hinweg das Angebot oder diese Nachfrage da ist. Also man sagt im Grunde genommen, und das sehen wir in Deutschland, aber auch in allen anderen Ländern weltweit tatsächlich, dass so regulierte Industrien, kritische Infrastrukturen, dass Unternehmen, Organisationen aus solchen Bereichen einen hohen Nachfragebedarf haben, einfach weil sie sich in Anführungsstrichen schützen müssen. Es ist interessant, dass Sie das Thema Daten ansprechen, weil das ist halt etwas, wo wir auch sehen, dass es natürlich wichtig ist, dass man dafür aber auch nicht vergessen darf, dass das Thema Daten nur ein Teil dieser gesamten Diskussion ist. Weil sicherlich müssen Daten in einem rechtssicheren Raum sein und die müssen auch geschützt werden, keine Frage, auch gerade wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Aber wenn man sich mal, und wir haben bei Gartner da auch so eine Art Framework aufgebaut, wenn man sich mal anschaut, wo gerade Anwenderunternehmen auch den Fokus drauf setzen, haben wir dieses Thema Datensouveränität. Und das ist auch gerade dieser Bereich, den auch die Anbieter auch gerade sehr, sehr stark reiten, weil das ist das, was sie auch aufgrund der Historie, weil sie halt überall Rechenzentren haben, halt auch leisten können. Und mit Datensouveränität sorgt man halt dafür, dass man im Grunde genommen rechtssicher ist. Ne? Man sorgt dafür als Anwender, die Daten liegen dort, wo sie liegen sollen, dass man auch die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen einhält. Aber das reicht halt nicht, um auch voll souverän zu sein. Es kommt noch dieses Thema der operativen Souveränität dazu, Operational Sovereignty, so wie wir das nennen, wo es auch um viel Transparenz geht, weil nur weil die Daten halt, angenommen jetzt hier in Deutschland liegen, hat aber natürlich ein Anbieter immer noch Hoheit über die Infrastruktur, in der die Daten liegen. Und man weiß ja im Grunde genommen gar nicht, was passiert wirklich mit diesen Daten. So, und da ist dieses Thema Transparenz, was durch die operative Souveränität dann auch zum Tragen kommt, enorm wichtig. Und das können viele Anbieter, auch gerade die natürlich jetzt nicht aus Deutschland, Europa kommen und derzeit nichts wirklich gewährleisten. Und dann haben wir das Thema der technologischen Souveränität, Technological Sovereignty. Und da geht es auch schon fast um Autarkie oder Autonomität, dass man dafür sorgen kann, dass, wenn auch immer irgendetwas passieren sollte, dass man auch sein technisches Schicksal in der Hand behält. Denn eins muss man sich natürlich immer vor Augen halten, wenn ich meine Infrastruktur, meine Daten, meine Applikationen nicht mehr selbst betreibe oder zumindest auf einer Infrastruktur laufen lasse, die ich nicht in der Hand habe, hat immer jemand anders den, ich nenne das immer gerne den Kill-Switch. Das heißt, wer kann aus irgendeinem Grund auch immer von heute auf morgen die Infrastruktur, oder was heißt von heute auf morgen, von einer auf die andere Sekunde die Infrastruktur abschalten? Und solche Dinge passieren, ne? Also Deplatforming ist schon passiert und ich sag mal, auch diese ganzen geopolitischen Diskussionen, die wir gerade haben, ist das natürlich schon ein hohes Risiko, was natürlich dann auch passieren kann.
Vielleicht ein Beispiel. Also ich, das ist jetzt Mitte letzten Jahres fing die Diskussion an, wo auch Gartner Kutten auf uns zugekommen sind. Ich kann natürlich keine Namen nennen, das werde ich auch nicht tun, aber wo auch Anwenderunternehmen jetzt verstärkt auf uns zukommen und fragen, hey, wir haben beispielsweise viele Workloads auf amerikanischen Hyperscalern laufen. Wir sind auch sehr zufrieden, weil es funktioniert, es ist performant und so weiter und so fort. Die Herausforderung, die sie jetzt nur haben, ist die, dass sie sagen, naja, wir wissen nicht, was jetzt in diesem Jahr politisch in den USA passiert. Was passiert bei den Wahlen im November? Und da sind dann auch schon Anfragen gekommen, wo es hieß, naja, wir suchen Optionen, Alternativen zu den amerikanischen Hyperscalern hier in Europa, nicht mal zwangsläufig in Deutschland, um einfach gewisse Datenapplikationen, Infrastrukturen aus der Sichtweite der US-Regierung beispielsweise zu ziehen. Und da geht es dann, wie gesagt, nicht nur um das Thema Daten, sondern okay, wie kann ich auch dafür sorgen, dass für den Fall, dass etwas eintritt, ich auch weiterhin die Kontrolle über die Infrastruktur behalte. Mhm. Sind denn aus Ihrer Sicht die Angebote oder die souveränen Cloud-Angebote hier in Europa und Deutschland heute schon auf einem Stand, der vergleichbar ist mit dem Stand der großen US-Hyperscaler, dass man sagen kann, okay, also ich könnte theoretisch eigentlich ohne Probleme meine Workloads aus einer AWS-Cloud rausnehmen und einem Anbieter hier in Europa übertragen. Hm. Grundsätzlich erstmal, weil Sie es ansprechen, was sind souveräne Clouds an der Stelle? Wir haben da auch ein Framework entwickelt und im Grunde genommen sagen wir, dass ein Anbieter in Deutschland beispielsweise ist ein souveräner Anbieter für deutsche Kunden, so wie ein US-Hyperscaler ein souveräner Anbieter für US-amerikanische Kunden ist. Um auf Ihre Frage direkt einzugehen, im Prinzip ist die einfache Antwort nein. So. Es gibt natürlich durchaus genug Infrastructure as a Service Anbieter oder auch, ja, wir nennen das Cloud Infrastructure and Platform Services Anbieter, wo halt dann schon die Infrastruktur mit den Platform Services verbunden ist, die auch hier in Europa und auch in Deutschland existieren. Allerdings ist natürlich von der Bandbreite der Angebote dieser Konsum an Service Offerings ist dann natürlich noch sehr, sehr viel Spielraum nach oben. Das muss man einfach sagen. Das hängt einfach mit den Investitionsmöglichkeiten zusammen, die Hyperscaler haben, die Innovationsfähigkeit, die sie haben und auch den Vorsprung, den die sich jetzt halt in den letzten fast schon zwei Dekaden, ist glaube ich nicht ganz, aber fast zwei Dekaden auch erarbeitet haben. Und es ist natürlich enorm schwer, das aufzuholen, auch gerade wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Da gibt es natürlich Anbieter, die da jetzt schon dran arbeiten, auch diverse Lösungen, Services angekündigt haben. Aber man muss schon durchaus sagen, dass ein Vergleich auf Augenhöhe tatsächlich auch unfair wäre. Das muss man einfach sagen. Ja, also schlicht und ergreifend vom Zeithorizont auch hier denke ich, also wie Sie ja bereits gesagt haben, also die Hyperscaler bauen ja jetzt fast zwei Jahrzehnten an ihren Angeboten. Also quasi, wenn Anwenderunternehmen anfangen, ihre Cloud-Workloads mit den Services auf einer AWS-Cloud, in einer Azure-Cloud oder Google-Cloud mit den Services dort zu verzahnen und zu verknüpfen, rutscht man quasi automatisch in so eine Art Vendor-Login, weil man im Grunde genommen dann nicht mehr in der Lage ist, diese Workloads so einfach in eine andere Cloud zu verlagern, weil es dort die Angebote in der Form nicht gibt, beziehungsweise anders gibt. Und ich müsste im Grunde genommen dort wieder anfangen, meine komplette Umgebung wieder neu aufzubauen. Das ist richtig. Die Herausforderung ist tatsächlich, die, je höher man in diesen Cloud-Stack kommt, also von Infrastruktur, Plattform und dann die Plattform-Services einsetzt, je höher man dort höherwertige Services einsetzt, bestes Beispiel ist halt Serverless, Function as a Service, desto höher wird der Login, weil es halt proprietäre Lösungen sind, die man halt, gut, es gibt ein paar Open-Source-Lösungen, die man halt auch on-premises einsetzen könnte, aber im Grunde genommen kann man jetzt nicht einfach ein AWS-Serverless nehmen und das sich zu Hause im Kämmerlein wieder aufbauen. Und da haben Sie schon recht, da ist durchaus auch ein harter Login vorhanden. Vielleicht noch eine andere Anekdote, auch von einem Software-as-a-Service-Anbieter, mit dem ich aus Frankreich vor ein paar Wochen gesprochen habe, die Herausforderung der französischen Regierung gerade haben. Weil in Frankreich, haben Sie vielleicht ja auch gehört, da gibt es ja diese
sogenannte Clause de Confiance, die besagt, dass es okay ist, nicht französische, nicht europäische Hyperscaler-Technologie zu nutzen, aber die muss dann von einem französischen Anbieter betrieben werden. Und die französische Regierung ist sogar so weit gegangen, dass sie eine sogenannte Second Cloud Qualification eingeführt haben. Das ist Trusted Cloud Zertifikat. Und dieser Anbieter hat halt die Herausforderung, Software as a Service Lösung, dass dessen Kunden auf die zukommen und sagen, hey, wie sieht es eigentlich bei dir aus, auch so eine Second Cloud Qualifizierung zu bekommen? Und er sagt, ja, ist kein Problem. Ist zu ENSI gegangen. Das ist quasi das BSI in Frankreich. Und die haben gesagt, ja, das sieht auch nicht schlecht aus, nur deine Infrastruktur läuft auf einer nicht souveränen, deine Applikation läuft auf einer nicht souveränen Infrastruktur, also sprich einem Hyperscaler, amerikanischen Hyperscaler. Somit können die natürlich diese Qualifikation nicht bekommen. Und die haben natürlich jetzt nach Mitteln und Wegen gesucht, da rauszukommen. Deren Herausforderung ist allerdings, genau zu ihrem Punkt, die setzen gar nicht mehr virtuelle Infrastruktur ein. Die gehen schon höher im Stack. Und die größte Herausforderung, die haben nicht mal mehr Mitarbeiter, die virtuelle Infrastruktur bedienen können, aufbauen können. Die haben nur noch Entwickler, die halt in die höherwertigen Services gehen. Und das ist natürlich ein massives Problem, auch gerade wenn man jetzt das von einem Souveränitätsaspekt sich anschaut. Ja klar, es ist natürlich einfach und bequem. Man nutzt das. Es ist komfortabel, sich da in diese Plattform-Services mit einzuklinken und alles miteinander zu verzahnen. Aber klar, es entsteht natürlich eine brutalste Abhängigkeit in gewisser Weise. Jetzt versuchen ja die US-Hyperscaler gerade dieses Thema souveräne Clouds auch hier in Europa, hier in Deutschland zu spielen. Microsoft hat jetzt gerade erst die letzten Wochen und Monate ja mehr oder weniger große Investitionstouren hier durch Europa veranstaltet. Hier in Deutschland werden Milliarden investiert, in Spanien, Frankreich, in England. Und man wirbt im Grunde genommen damit, hey, wir bauen hier die Rechenzentren, eure Datenapplikationen liegen ja hier. Oracle versucht das mit einem rechtlichen Konstrukt zu lösen, also sprich, es wird eine eigene Firma hier in Deutschland gegründet, der dann dieses Rechenzentrum hier auch gehört. Also man versucht ja alle möglichen Tricks und Kniffe, um so eine souveräne Cloud-Infrastruktur hier, ja, ich möchte es mal echt böse sagen, vorzugaukeln. Was ist da aus Ihrer Sicht dran an diesen Versprechen? Ja, wir sind ja eigentlich alle souverän und es ist ja alles rechtssicher. Naja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, also die amerikanischen Anbieter sind natürlich per Definition für alle nicht US-amerikanischen Kunden, sind sie keine souveränen Cloud-Anbieter. Und das sagen sogar meine amerikanischen Kollegen. Da bin ich jetzt als Deutscher, als Europäer nicht der Einzige, der auf diesem Standpunkt ist. Die haben natürlich ein Riesenproblem, weil gerade die Hyperscaler, weil die haben natürlich, wie Sie auch schon sagten, Milliarden von Dollar in die Hand genommen über die letzten Jahrzehnte, natürlich Angebote hier aufzubauen. Und jetzt kommen wir Europäer oder auch andere, ich sage auch in anderen Ländern ist es ja auch der Fall, in Asien beispielsweise, kommen wir um die Ecke mit unseren Souveränitätsanforderungen und die stehen jetzt da und müssen natürlich irgendwie Mittel und Wege finden, um aus diesem Dilemma hinauszukommen. Und sie bewegen sich natürlich, muss man sagen. Ne? Sie haben Oracle angesprochen, die haben die Oracle EU Sovereign Region aufgebaut. AWS hat die EU Sovereign Region hier auch für Europa angekündigt, die es ja noch nicht gibt, Stand heute, mit einer Region hier in Deutschland. Oder es wird die Startregion hier in Deutschland sein. Man muss halt bei diesen Angeboten sagen, es ist natürlich, sind die isoliert. Das heißt, die werden wirklich nur hier in Europa beziehungsweise in Deutschland betrieben. Und man braucht einen komplett eigenen Account und sind nicht mit der globalen Public Cloud verbunden. Nichtsdestotrotz sind die natürlich immer noch unter der Hoheit dieser beiden Anbieter. Auch wenn die sagen, der Betrieb wird von EU Residents durchgeführt. Ich glaube nicht mal Citizens, sondern Resident reicht. Muss man sich natürlich immer vor Augen halten und da wiederhole ich mich jetzt, wer hat den Kill-Switch? Weil selbst wenn die Infrastruktur hier in Europa steht oder sogar in Deutschland steht, die Hoheit ist ja immer noch dann in der Hand der Anbieter. Die können immer noch sagen, ich schmeiße dich von meiner Infrastruktur beispielsweise. Mhm. Ich drücke den roten Knopf und theoretisch kann ich deine gesamten Workloads, wie Sie vorhin schon sagten, von einer Sekunde auf die andere runterfahren. Also für alle Interessierten, also ich möchte da jetzt nicht weiter ausholen, weil das sehr, sehr viel wird, aber einfach mal nach dem Case der Amsterdam Trade Bank suchen.
Es war eine Bank in den Niederlanden, kleine 10.000 Kunden Privatbank, die nach dem russischen Angriffskrieg plötzlich nicht mehr da war, weil die zu einem russischen Oligarchen gehört hat. Und die ja, waren halt auf Hyperscaler-Lösungen und von einer auf die andere Sekunde, als die Sanktionen reinkamen, wurde diese Bank nicht mehr bedient und die soll super solvent gewesen sein. Aber man sagt, der Artikel, den ich gelesen habe, sagte solvent but bankruptcy, weil sie einfach, die hätten keinen Zugriff mehr auf die Infrastruktur bekommen und konnten somit ihre Kunden nicht mehr bedienen. So, und das hat natürlich auch dann etwas mit Souveränität zu tun und gerade mit technologischer Souveränität. Mhm. Was würden Sie denn Anwenderunternehmen raten, die also wirklich drauf pochen wollen und müssen, jetzt wirklich souverän zu sein, sprich also wirklich sich also jede Abhängigkeit aus Sicht eines US-amerikanischen Hyperscalers zu umgehen. Wie kann man sich hier in Deutschland und Europa eine solche Infrastruktur aufbauen? Es gibt da ein paar Anbieter, es gibt Versuche, so mit Gaia X ja auch so einzelne Leuchtturmprojekte zu setzen, also sprich auch die Serviceentwicklung für derartige souveräne Clouds ein Stückchen anzukurbeln. Ist das schon zielführend für Sie, dass Sie sagen, okay, also man könnte theoretisch da schon was machen, wenn man auch selber anfängt, Cloud-Native zu entwickeln, sich zu überlegen, okay, ich baue mir dann mehr oder weniger auch meine Plattform ein Stück weit selbst, also sprich, ich nutze die Infrastruktur, schraube mir dann meine Plattform zusammen und suche mir dann Services, die ich eventuell auch selber entwickle oder von Service-Dienstleistern, die entsprechend auch schon Entwicklungen für meine Branche oder für mein Unternehmen vorangetrieben haben und baue mir das irgendwo selbst zusammen. Ist das ein gangbarer Weg oder ist das momentan alles noch sehr mühsam? Die Antwort ist leider nicht so leicht, wie es scheint. Und das Zweite ist, dass dieser Markt und dieses Thema, auch wenn es alt klingt, immer noch sehr jung ist, gerade wenn es im Bereich Cloud ist. Grundsätzlich, ich werde Ihre Frage gleich beantworten, aber grundsätzlich, wenn ich mit Endanwendern spreche, sind wir bei diesem Thema Souveränität sehr, sehr schnell im Bereich Risikomanagement. So, ich bin jetzt kein Risikomanagement-Experte, das muss ich zugeben. Allerdings ist es natürlich etwas, was man dann auch mit in Betracht ziehen sollte, zu sagen, wie hoch ist eigentlich das Risiko, dass erstmal so etwas eintritt? Und dann kann man natürlich eine Bewertung auch vornehmen, welche Arten von Applikationen, Workloads, Daten, Infrastrukturen sind eigentlich Hochrisiko bei mir. Klar, wenn ich jetzt ein Atomkraftwerk betreibe, beispielsweise, dann wäre natürlich alles nahezu 100%, weil ich möchte jetzt den Betrieb meines Atomkraftwerks jetzt schon unter eigener Herrschaft natürlich haben an der Stelle. So, wenn ich jetzt aber vielleicht ein Reiseanbieter bin oder halt im Retail-Bereich unterwegs bin, habe ich natürlich auch in meinem Bereich natürlich diverse Anforderungen, die ich da gewährleisten muss. Aber da ist es dann vielleicht nur der Bereich Datensouveränität, weil ich dieses Thema Privacy oder auch das Thema GDPR erfüllen muss. Klar, es wäre natürlich super ärgerlich und es ist auch total geschäftsschädigend, wenn natürlich plötzlich mir die Infrastruktur unten drunter wegbricht. Aber die Risikobewertung an der Stelle ist meiner Ansicht nach eine etwas andere, als wenn ich aus ein Unternehmen habe, was natürlich auch jetzt für die Grundversorgung einer Nation beispielsweise für verantwortlich ist. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den Einzelhandel oder auch ein Reiseunternehmen jetzt kleiner reden, als es ist, weil es, wie gesagt, für deren Unternehmen ist es geschäftsschädigend dann. Aber ich glaube, das Risiko ist etwas anderes. Also das Thema Risikomanagement, da fängt es eigentlich an und auch zu bewerten, kann ich beispielsweise auch, und da ist die Frage sicherlich auch ohne weiteres ein Ja, kann ich einen Hyperscaler für einen bestimmten Workload einsetzen? Beispielsweise eine sogenannte Customer-Facing-Lösung. Aber wenn ich jetzt wenn dasselbe Unternehmen jetzt noch eine kritische Applikation auch in deren Augen hat, kann man sich natürlich schon drüber nachdenken, die bei einem Anbieter in Deutschland oder vielleicht noch im eigenen Rechenzentrum auch zu betreiben und dann halt eine hybride Integration auch zu entwickeln. Vielleicht eine andere Anekdote, habe ich auch mit Unternehmen gesprochen, ich sage es nicht aus welcher Branche, weil dann wird es relativ klar, die auch gesagt haben, wir
sind uns bewusst, dass wir für die im Teil der kritischen Infrastruktur sind, können aber dennoch nicht auf sowas wie künstliche Intelligenz verzichten. Was die im Prinzip machen, ist, die betreiben alles noch in-house, eigene Rechenzentren, die ganzen Kernsysteme auch für die Kunden, haben aber eine hybride Integration zu einem Hyperscaler aufgebaut, wo dann diverse Daten, die jetzt nicht kritisch sind, hingeschoben werden, um dann mit künstlicher Intelligenz die Daten zu verarbeiten. Die werden dann wieder zurückgespielt. Also es bestehen Möglichkeiten, auch dort weiterhin auch von den Innovationen beispielsweise zu profitieren. Es ist jetzt kein Ja und Nein oder Wenn und Aber. Es ist einfach, man muss einfach seinen Mittelweg finden und der ist definitiv vorhanden. Wir haben ja, dafür sollte man natürlich nicht vergessen, AWS und auch Oracle angesprochen, aber es gibt ja auch noch Google. Ne? Google hat ja auch jetzt auch zwei Partnerschaften seit, ja, man kann schon fast sagen, mehreren Jahren, seit 2 Jahren läuft es jetzt. In Frankreich haben die ja Sens gegründet, zusammen mit Thales, um einfach die Herausforderungen oder die Anforderungen der französischen Regierung anzusprechen. Ja, da haben die ein Joint Venture gegründet, was unter der, und dieses Sens ist im Prinzip zu 100% ein französischer Anbieter, aber es wird Google-Technologie eingesetzt. Das ist jetzt auch noch nicht 100% fertig, aber die sind auf dem Weg dahin. Und damit adressieren sie im Prinzip die Herausforderungen, die die französische Regierung ihnen stellt. Und was Ähnliches macht ja Google mit T-Systems hier auch in Deutschland, wo ja auch T-Systems aktuell nur diese, in Anführungsstrichen, nur diese Sovereign Controls hat. Das heißt, die Systems sorgt dafür, dass Google jetzt nichts Böses anstellt, beziehungsweise dass die Daten verschlüsselt sind, dass sie in Deutschland bleiben. Aber das kann sich ja auch oder wird sich wohl dann auch in den nächsten Jahren auch nochmal weiter fortführen, dass die Systems auch mehr Kontrolle übernehmen kann. Das heißt, dass dann auch dort Technologie übergeben wird. Und dann ist es natürlich eine, reden wir von einem anderen Anbieter an dieser Stelle oder einem anderen Angebot, weil dann die Hoheit der Infrastruktur nicht mehr zu 100% in Googles Händen liegt, sondern halt in dem Partner, in dem Fall T-Systems. Und dann besteht natürlich immer noch die Abhängigkeit, wie man sie ja früher auch mit VMware hatte. Das heißt, wie sieht es lizenztechnisch aus? Wie sieht es dann aus, wenn beispielsweise auch der Partner wie Google keine Updates mehr liefern kann? Hat man natürlich immer noch ein gewisses Risiko an der Stelle. So ein Restrisiko. Aber es ist natürlich schon durchaus minimiert, weil immer dann noch ein lokaler Partner, wie eine T-Systems oder in Frankreich dann Sens, Thales dazwischen steht. Wenn solche Unternehmen dann, wie gesagt, diese Infrastrukturen aufbauen, sie versuchen ja immer, wir haben es schon immer mal wieder angerissen, auf diese Regularien Rücksicht zu nehmen, die wir hier in Europa haben. Das ist ja eine ganze Latte. Wir haben die DSGVO seit vielen Jahren, die ja auch nach wie vor sehr zwiespältig diskutiert wird. Auf der einen Seite sagt man, ja, tolle Leitplanken, die auch weltweit kopiert werden. Auf der anderen Seite sagt man immer noch, man behindert uns eigentlich sehr stark in unserem Geschäft, weil wir da 1000 Dinge beachten müssen, Regeln. Wir haben den Digital Markets Act, den Digital Services Act. Also wir haben also schon eine ganze Latte an Regularien hier, die wir zu beachten haben. Inwieweit oder glauben Sie, dass da an der Stelle ja so eine Art Debürokratisierung passieren muss, um das alles wieder ein Stück weit transparenter, verständlicher zu machen? Auch jetzt gerade der neue das neue Abkommen, das Data Privacy Framework, das letztes Jahr vereinbart wurde als Nachfolger für den Privacy Shield, Safe Harbor. Diese Abkommen wurden ja auch mit schöner Regelmäßigkeit vom Europäischen Gerichtshof zerpflückt. Also dieses ganze Dilemma mit den Regelwerken, ist das aus Ihrer Sicht hilfreich oder müsste man da im Grunde genommen auch alles nochmal auf den Prüfstand stellen und ein Stück weit eine andere Schiene fahren? Auch aus Sicht der politischen Regulatorik. Ja, man kann den Eindruck erwecken, dass wir uns hier in Europa gerade überregulieren und durch diese ganzen Regulatorien, die immer wieder, eigentlich, es fühlt sich so an, als normaler Laie oder Bürger, dass immer mehr on top kommt und dass wir uns dadurch im Prinzip selbst zerstören. Also dieses Gefühl kann man natürlich als ein Außenstehender haben.
Und man merkt halt auch, dass natürlich auch Anbieter wie jetzt eine Meta oder auch eine Apple, ja, die haben ja ganz knallhart darauf reagiert und gesagt, ja, dann kriegt er halt die neuesten Updates nicht. Also Apple hat ja, ich glaube, es ist über Nacht, gestern war das, glaube ich, hieß es dann, naja, die ganzen KI-Funktionen, die in das neue iOS 18 reinkommen, die kriegt Europa dann nicht, Punkt. Weil wir können nicht gewährleisten, dass wir die ganzen Vorschriften einhalten. Und ich denke, das ist eine logische Konsequenz aus dessen, was auf EU-Level gerade passiert. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem dafür, dass natürlich solche Regularien existieren, weil ich finde, wir können keinen digitalen Wilden Westen haben. Also nicht alle, die Anbieter dürfen nicht tun und lassen, was sie wollen, weil das wird, glaube ich, in einem noch schlimmeren Dilemma enden. Und wir sehen aber auch, dass natürlich auch in den USA auch nachgezogen wird. Ich bin jetzt kein Regulierungsexperte, aber zum Beispiel in San Francisco oder auch in Kalifornien gibt es ja auch schon diverse Gesetze, die sich auch mit diesem Thema Data Privacy auseinandersetzen, weil die merken oder weil die auch keinen Wilden Westen da an der Stelle kreieren wollen. Aber Sie haben vollkommen recht, dass man kann nicht immer nur was oben drauf packen oder etwas so massiv ändern, sondern man müsste das wirklich von Grund auf neu denken. Aber da bin ich auch der falsche Ansprechpartner zu, weil ich bin eher ein technischer Analyst und kein regulatorischer Analyst. Aber doch, ich, wie gesagt, es ist zu viel, aber es muss natürlich reguliert werden, definitiv. Ja, um einfach Leitplanken zu haben, um genau. Irgendwo dann doch auch gerade aus Anwender sich zu sagen, okay, das ist jetzt tatsächlich eine Infrastruktur, auf die kann ich mich ein Stück weit verlassen, da kann ich meine Workflows drauf laufen lassen. Das ist ja letztendlich das kritische für die Unternehmen. Sie brauchen die Infrastruktur, sie brauchen eine gewisse Sicherheit, dass es reibungslos läuft, dass eben kein Anbieter im Hintergrund sitzt, der auf das Knöpfchen drücken kann, um das Ganze wieder dann auszuschalten. Aber das eben zu bewerten für die Anwenderunternehmen, das ist, glaube ich, momentan gerade so der Knackpunkt, oder das entnehme ich so aus unserem Gespräch bis jetzt. Was würden Sie denn den Anwenderunternehmen raten? Sie hat am Anfang gesagt, eine gute Risikobewertung, also was in meinen Prozessen, in meinen Daten ist wirklich kritisch, und dann im Grunde genommen Klebepunkte drauf, grün ist okay, wenn ich das mal Richtung Hyperscaler verlagere, rot super kritisch, behalte ich lieber selbst unter Kontrolle oder ja, suchen wir einen hiesigen Anbieter. Ist das so die erste Hausaufgabe, die Unternehmen quasi erledigen müssen? Das ist definitiv ein erster Schritt, um zu sagen, was habe ich, was ist extrem wichtig, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Ich will jetzt beispielsweise auch keine auch Produktivitätslösungen wie Office-Lösung oder so auch herunterspielen. Das ist für Unternehmen auch wichtig, wenn sie intern nicht arbeiten können. Ich meine, wenn jetzt unsere IT-Systeme hier nicht funktionieren würden, könnten wir jetzt diesen Podcast nicht aufnehmen. Dennoch könnte wahrscheinlich ein Unternehmen zumindest einen halben oder einen ganzen Tag vielleicht nicht arbeiten. Wahrscheinlich schlagen jetzt alle die Hände über den Kopf und sagen, auch, was hat der Büster jetzt schon wieder gesagt? Aber es ist wahrscheinlich nicht ganz so kritisch, als wenn jetzt eine Lösung ausfällt, wo beispielsweise die Kunden in einem Shop, und ich rede jetzt von einem physischen Shop, vielleicht nicht mehr bezahlen können oder die Türen nicht aufgehen oder die wirklich extrem geschäftsschädigend auch sein können. Ja, es gibt ja dieses Prinzip, die interne IT und die externe IT, so bezeichnet es immer gerne. Interne IT hat alles, was so mit Mitarbeitern zu tun hat, die Produktivität. Und die externe IT hat sehr viel mit diesen Kunden, Customer-Facing-Lösungen zu tun. Also wo auch der Kunde wirklich direkt mit involviert ist. Und wenn der natürlich davon was von mitbekommt, das ist natürlich nicht so schön. Klar, wenn natürlich intern etwas nicht funktioniert, ist es auch nicht so doll. Das ist ganz klar. Wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht kleinreden. Aber es ist weniger geschäftsschädigend als, nochmal, wenn ein Partner oder ein Kunde etwas davon mitbekommt. Wunderbar. Also, aufpassen, wer den Finger am Kill-Switch hat, seine Hausaufgaben erledigen, sprich eine klare Risikobewertung, welche Daten sind kritisch, welche Prozesse sind geschäftskritisch für mich, und dann überlegen, in welche Infrastruktur, sprich in welche Cloud ich das Ganze verlagern kann.
Genau, man hat im Prinzip auch früher schon gesagt, als auch die in der Cloud auch immer wieder Ausfälle passiert sind, gerade in den jungen Jahren der Cloud. Mhm. Man hat immer gesagt, packe nicht alle Eier in ein Nest. Das ist heute im Prinzip auch der Fall, dass man seine Eier wirklich sorgfältig über mehrere Nester verteilt. Und diese Nester können halt solche Klassifikationskategorien beispielsweise sein. Also die IT-Eier gut verteilen. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Das war eine neue Folge von Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche CIO und CSO. Mein Gast war heute René Büst, Analyst bei Gartner und Cloud-Experte. Ich bin Martin Bayer, Chefredakteur bei IDG hier in Deutschland. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Hat Ihnen die Episode gefallen, dann hören Sie doch auch gerne in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Danke an alle, die uns heute zugehört haben. Tschüss und machen Sie es gut.